Liebe Leute, wir stehen hier im Rockhaus mit Vertretern von Bands. Was hat das zu bedeuten? Es hat zu bedeuten, wir befinden uns hier bei einem großartigen Event und zwar bei 200 Jahren. Nein, bei der 200. Ausgabe von Local Heroes, der Konzertreihe für Musiker Salzburg im Rockhaus. Und ich habe hier Vertreter von drei Bands. Auf der einen Seite Lovechild, Heidelberg und Münz. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo, Roman. Jetzt weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, aber ich glaube, Andi, ich fange bei dir an, weil Lovechild ist, glaube ich, die älteste Band hier. Kann das sein? Heute auf jeden Fall, ja. Es gibt sicher nur ältere Bands als uns, aber heute? Gegründet 1988. Habe ich das richtig gemacht? Das kommt hin, ja. Es ist ein Wahnsinn. Kann man da jetzt von Reunion sprechen oder seid ihr durchgehend aktiv gewesen? Oder wir waren eigentlich, kann man sagen, durchgehend aktiv. Natürlich haben wir zwischendurch ein paar Pausen gehabt. Letzte Pause war jetzt gerade mal 1,5 Jahre und der liebe Herr Deschow hat uns gefragt, ob wir da nicht Lust hätten, zum 200. Jubiläum zu spielen. Und dann habe ich die Jungs angerufen und die waren alle hell begeistert und drum. Super. Und wir freuen uns riesig auf den Auftritt heute. Noch die gleiche Besetzung wie 1988? Nein, wir haben zwei ganz, ganz neue Leute. Und zwar die ganz, ganz neuen Leute sind jetzt seit circa 13 oder 14 Jahren dabei. Wahnsinn. Also sonst waren wir eigentlich immer fast die gleichen. Das ist ein Wahnsinn. Ja, dann gebe ich weiter zur, glaube ich, zur jüngsten oder einer der jüngeren Bands, unter Anführungszeichen, Sebastian, Heidelberg. Hi. Was ist Heidelberg? Heidelberg ist eine sehr junge Band. Geiler Name. Danke. Ich habe euch auf Ö1 gehört heute schon. Das heißt, ja, ganz frisch. Ganz frisch, ja. Das erste Mal auf Ö1. Ja, bei Heidelberg ist es so eine Sache. Was macht denn Heidelberg? Ich habe das schon mal gefragt und du hast mir eine sehr gute Antwort gegeben. Ich weiß nur nicht, ob das noch aktuell ist. Also meine Lieblingsbeschreibung ist ja immer noch Unterleibsmusik. Unterleibsmusik, das aber war es. Ich weiß nicht, ob die anderen das mögen. Ich bin ja immer... Dominik, ja, gibt mir den Daumen rauf, es wird Spaß. Also okay, gut. Ihr werdet ja heute auch spielen. Ja. Euer Bezug zum Rockhaus, zu Local Heroes? Wir haben jetzt 200. Jubiläum. Wie geht's Heidelberg mit dem Rockhaus bis jetzt? Bei uns waren 66% aller unserer Auftritte bis jetzt im Rockhaus. 66%? Wir haben dreimal gespielt bis jetzt. Zweimal davon im Rockhaus. Ja, ich finde die Statistik super. Ja. Also ich finde das sehr gerechtfertigt, dass ihr dann heute beim 200. Jubiläum, aber auch das erste Mal bei Local Heroes, oder? Genau. Also wir haben alle Local Heroes Vergangenheit mit unseren alten, anderen Bands und von denen her sind wir natürlich gerne dabei. Jetzt auch mit dem neuen Projekt, das ist sehr schön. Joey, Münz hat ja schon mal gespielt im Rockhaus, ja. Wird auch bald wieder spielen. Ihr habt es am 1. April, glaube ich, CD-Präsentation. 2. April. 2. April, okay, genau. Gut. Ja. Ihr spielt es heute auch, allerdings mit einem Special und zwar, es ist ja nicht nur Münz heute. Was gibt es denn heute von euch hier zu sehen? Also wir haben irgendwie sehr spontan dann uns doch entschieden, dass wir einfach uns so zusammenwürfeln, weil wir ja doch sehr viele Salzburger Freunde haben, die immer schon Musik gemacht haben und die einen dieser, die da auch ein Stück weit Geschichte sind, was alles Local Heroes betrifft. Wir spielen mit dem Christoph Ertl von Gospel Dating Service, dann mit Me and John, Valentin und Vinzenz Eder, die auch ganz oft schon im Rockhaus gespielt haben und eben der Mario und ich. Und wir freuen uns sehr auf einen schönen, bunten Abend. Ja eben, und das finde ich dann wieder so sehr, sehr gut beim Local Heroes, dass da wirklich auch dieser Zusammenarbeit der verschiedenen Salzburger Musikern kommt. Ja, Salzburger Musikszene finde ich immer ganz interessant. Jetzt fange ich wieder beim Andi an. Du bist am längsten dabei jetzt schon. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr lange schon dabei. Ja. Also aus dieser Runde, ja, glaube ich, wirklich so mit... Also ja. Ich muss gerade sagen, bei deiner oder bei eurer Gründung war ich 2 Jahre alt. Also das muss man sich jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Danke. Jetzt wissen alle, wie alt das ich bin. Es weiß keiner, wie alt das ich bin. Sehr, sehr jung. Nein. Musikszene in Salzburg, vielleicht auch mit dem Hintergrund Local Heroes, Förderung von heimischen Bands. Wie hast du die letzten, seit der Gründung von Lovechild, Salzburger Musikszene erlebt? Also ganz speziell zum Beispiel jetzt, wenn es um Local Heroes geht, die ganze Qualität von den Bands, die auftreten, die ist dermaßen nach oben gegangen, wenn ihr das vergleicht zu Anfangszeiten. Und ursprünglich auch das ganze Haus, was die Idee dahinter war, wie sich das entwickelt hat, ist eigentlich unglaublich.
Ja, und da sieht man, glaube ich, wieder heute bei der ganzen Zusammenwürfelung oder Zusammenstellung der Bands heute. Dann gebe ich wieder mal weiter, Sebastian. Ihr spielt heute das erste Mal auf der großen Bühne. Ja. Wie wird es werden? Wir wissen es nicht. Schnell und laut und stressig. Stressig? Aber das ist für euch oder für uns? Für alle. Das ist geplant. Das ist geplant. Wir müssen so viel wie möglich da reinpacken in die paar Minuten. Ja, stimmt. Es ist nicht so viel Zeit. Ja. Das ist, glaube ich, die große Kunst. Aber laut und neu und man weiß es nicht und man überrascht sich selbst, ist heute, glaube ich, ein durchgängiges Thema. Ich finde das sehr schön. Es wird ja auch bei Münz und Gospel Dating Service auch ein bisschen so sein. Ihr habt es noch nie, glaube ich, in dieser Kombination gespielt. Nein, gar nicht. Und wir spielen halt auch eigentlich wieder völlig ein richtiges Band-Band-Set, weil normal ist halt sehr viel elektronisch bei uns, aber halt wieder mit Gitarrenverzerrer, fettes Schlagzeug. Ja, wir werden ein paar Covers spielen, Nine Inch Nails. Oh, das klingt ja schon mal ganz großartig. Schauen wir mal, wie es wird. Aber ich finde es super, weil es bleibt auch ein bisschen Überraschung, nicht nur fürs Publikum, sondern auch für die Bands. Und ich werde euch jetzt eh entlassen, ihr müsst ja dann bald auf die Bühne. Dann sage ich vielen lieben Dank. Ich wünsche euch großartige Konzerte. Euch wünsche ich jetzt noch großartige Unterhaltung mit den letzten drei Bands des Abends. Hier vom Local Heroes 200 Jubiläum. Ich wünsche euch großartige Konzerte und genießt es. Macht es gut. Grüß euch. Wir sind jetzt ein bisschen lautere Band. Das heißt, es gibt uns auf die Ohren. Und ich bedanke mich jetzt schon total recht herzlich an den Robert Herbe für das geile Licht.
Bist du fröhlich her an Keyboards?
Also da, wo wir herkommen, nennt man es Oldie. Das heißt Sail Away.
ganz kurz, wenn nach uns kommen und zwei geile Bands.
Das Meiste, was du bist, das Meiste.
Wenn wir auf Auge fliegen, auf dem Bett. We'll be right back.
degrees. The night is short, my body bleeds. So full of need, so full of need. No. So take the road we discovered then. Now go alone, but tell me when. Uns alle, sondern einfach auch das, dass wir
jeder mit seinen vorigen Projekten, sei es me and John, Coex, Zugs, Dino Tanz, wir haben alle schon mal auf dieser Bühne gestanden, unter diesem Local Heroes Stern. Und es war immer wahnsinnig schön und es ist auch heute wahnsinnig schön, dass wir uns alle zusammen und jetzt auch hier heute beim 200. Local Heroes spielen dürfen. Ja, und wir haben uns immer noch gern und sind immer noch befreundet und wir wünschen euch einen schönen Abend. Yeah. Bye.
Ja, kurz danke an das Rockhaus, danke an Wolfgang Rescho und das ganze Team. Echt geschmeidige Sache, zart uns. Aber wir müssen kurz Werbung machen. Ja, nämlich ich und meine zwei Lieblingszwillinge zu meiner Rechten spielen am 2.4. im Zuge ihrer Tour von Münd im Rockhaus. Und wir dürfen Gospel Dating Service darf das supporten. Und es wäre natürlich sehr fein, wenn da sehr viele Leute kommen, die heute auch da sind. Das wäre schön. Ja. Das war's ja schon wieder. Jetzt kommt das letzte Lied. Yeah, yeah. Gut war's. Und. Little bit.
Also viel Spaß mit der Zugabe!